Hallo, hier ist Opa Chris. Heute lese ich für euch das Büchlein Henne Bertha aus dem Ravensburger Verlag. Gemalt hat es Elisabeth Zinkpingel, erzählt Anu Stoner. Ein kleines Büchlein, das man auch mal gerne mitnimmt, um es unterwegs zu lesen. Viel Freude damit! Henne Bertha. Die Henne Bertha lebte auf dem Hühnerhof beim Bauern Göckerle mit drei anderen Hennen und dem Hahn Leopold. Bertha gefiel es dort, sie pickte Körner und manchmal einen Regenwurm. Sie legte Eier und es ging ihr gut. Eines Tages kam eine Amsel geflogen, die baute ihr Nest in den Haselstrauch, gleich neben dem Hühnerstall, und hatte bald drei Junge. Da wünschte sich Bertha, sie hätte auch einmal Küken haben können. Die Eier, die sie legte, verkaufte nämlich Bauer Göckerle auf dem Markt. Das hatte Bertha nie etwas ausgemacht. Aber jetzt war sie ganz traurig darüber. Und schon in der nächsten Nacht schlüpfte Bertha durch ein Loch im Zaun und ging fort vom Hühnerhof. Sie wollte irgendwo hin und ihre Eier ausbrüten. Sie hielt Ausschau nach einem Platz, wo sie ihr Nest bauen könnte. Ein hohler Baumstamm wäre ein guter Platz. Aber nicht weit davon saß die gefährliche Eule. Da wollte Bertha nicht lange bleiben. Am nächsten Morgen ging sie hinaus aus dem Wald, wo die Eule wohnte, und traf Familie Fasan. Aber die wusste auch keinen Platz. Da zog Bertha weiter. Sie fand einen Baum und unter dem Baum eine Höhle. Aber darin wohnten die Kaninchen. Da zog Bertha wieder weiter. Und endlich fand sie einen Platz. Er war ganz in der Nähe unter einem Haselstrauch. Der erinnerte Bertha an zu Hause. Da wollte sie bleiben. Sie baute ein Nest. Sie legte 5 Eier. Und dann begann sie zu brüten. Sie brütete viele Tage lang. Einmal kam der Iltis und wollte ihr die Eier stehlen. Aber Bertha pickte und hackte nach ihm und jagte ihn davon. Und noch am selben Tag zersprangen, knack, die Eierschalen
5 winzige Schnäbel von Berthas Küken. Es waren wunderschöne Küken. Da würden sie zu Hause Augen machen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, schenke mir ein Like, einen Daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen Kanal, damit du keine Geschichte versäumst. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Opa Chris.